Hallo Freunde der Sonne und damit. Du musst schon. Herzlich willkommen zu ja? Geld ausgeben vor. Ganz genau. Spinrad ist halt schon wieder nicht kostenlos, ne? Ah. Voll Fixer. Und was mir aufgefallen ist, Champions League ist ja jetzt hier top 8. Kannst du da irgendwie was setzen? Ich kann nichts setzen. Bin ich zu spät? Ich würde gern meine Diamanten setzen auf Kev oder auf jemanden anderen. Ich kann da nichts setzen, probier du da mal bitte. Wir werden heute wieder ein bisschen... Nein, da steht die 15, Doppelpunkt, 04, Doppelpunkt, 46, 45, da geht ein Timer runter. Ich denke mal, danach können wir es setzen. Ich denke, das sind die Spieler. Die Runde. Probieren wir es danach nochmal. Ja. Wir haben heute wieder was vor, Überraschung. Ich habe aber auch so einen leichten Delay drin. Und zwar habe ich auch deswegen meine Energie abgeholt von dem Ding, was ich gestern eigentlich sparen wollte. Deswegen, ich wünsche mir einen Angriffsstein für die Deoxys. Nein, ich bekomme Seelentau 3. Woo! Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich das bekomme. Du auch? Und wie? Ich kann mich da manchmal vor Freude kaum halten. Komm, ich komme auch in den Müll. Ich kann mich gerade vor Freude nicht vor meinen Lecks halten. Yay. Gutes Internet. 10 von 10. Hör ich da gerade Mimimi? Ja, sehr starkes Mimimi sogar. Ich hoffe einfach, das Hauptquartier von 1 und 1, da rennt irgendwann mal einer rein und sprengt sich. Ich habe Astras Anhänger Level 4 bekommen, sehr schön. Cool. Das war stark. Ich glaube, heute versucht übrigens einer aus unserem Server in die Ausgabe-Dingens zu kommen. Kosten-Verbrauchs-Ranking. Das versuchen sie doch ständig. So, ich muss mit den ganzen Millionen loswerden. Ja, hier. Mann 2203. Habe ich vorhin gesehen. Oder man, der ist auf Platz 22. Der hat sich, glaube ich, Meloetta geholt. Bestimmt ja. Vorhin 8-9 Mal im Spin dran. Ich glaube, dass er jetzt... weniger freiwillig da reingeht. Ich denke, wenn er Meloetta haben wollte, ist automatisch drin. Also 22.000 sehe ich jetzt nicht als Hardcore hochtryen. Wir haben die meisten 60.000. Der ist sogar schon Platz 20 jetzt. Platz 19. Benutzt auch Vesprit. Und Mew. Glückwunsch. Warum benutzt er denn Mew? So, wir wollen mal wieder was entwickeln. Heute ist Rihorn dran, weil ich ganz oft für das scheiß Erkundungslevel brauche. Deswegen einfach hochziehen möchte. Auch Level 42. Ich kotze ab. Na gut. 42 ist doch die Antwort der Antworten. Sei doch froh, Mann. Sei doch froh, Mann. Freundschaft 5. Entwickeln. Rizeros is now a part of our team. Beautiful. Ah. Freundschaft 20, ne? Warum wollen das alle Pokémon haben? Warum? Ich will nicht mit meinem Pokémon befreundet sein. Das sollen die auch wissen. Aber Freundschaft 20 ist gar kein Problem. Mein Deoxys ist nach wie vor fleißig am Wachsen und Gedeihen. Es hat ja noch nicht seine Maximalstufe erreicht von Freundschaft. Hat heute, glaube ich, eine Freundschaftsstufe hinzubekommen und hat gleich 6k Kraft dazu bekommen. Das ist schon ziemlich schnieker. Was ich allerdings sehr witzig finde, ist, dass ich im Kraftranking direkt wieder 15er bin. Aber juckt mich gerade gar nicht. Da bin ich entspannt. Ja, Easy Plays spielt halt sein Team permanent. Dann X James. Ja, die haben halt ihre Pokémon nicht so hochziehen können. Hier spielen halt alle auf Garantina Urform. Ist halt relativ langweilig. Guck mal, wie viel Kraft ich habe. 888.066. Wo kriege ich jetzt noch 722 Kraft her? 822. Achtmal den Orden erhöhen und dann irgendwo 22 Kraft rausdrücken, oder wie? Kannst halt mit Polieren versuchen, genau da drauf zu kommen. Ich habe keine Poliersteine mehr. Ich habe vorhin meinen Mega-Banane kaputt poliert.
Ich habe wirklich keinen Durchbruch bekommen, ne? Und unter den letzten 100 Poliersteinen habe ich nichts Gutes mehr bekommen. Oh nee. Ich wollte weinen, doch. Oh nee. In die Oxys kann zum Beispiel noch 8 Freundschaftslevel dazugekommen. Ist nice. Nee, das ist schön für dich. Und? Aber es sind doch, es interessieren sehr viele. Und ich, mir fehlen noch 1200 Dias, bis ich 50k habe. Dann muss ich mich langsam entscheiden, welches Pokémon ich möchte. Das wäre vorteilhaft, weil sonst... Lade auf und hol dir ein Meloetta. Müsste ich nicht mal aufladen. Genius. Weißt du, Ja, okay, ich würde auf den 200er gehen. Aber mein, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Meloetta ist super nice für die Teaminstanzen, ne? Mhm. Also wirklich, das ist... Jo, das war ein sehr starker Angriff von mir. Den hat einfach jetzt mal niemand gesehen. Ist hier überhaupt irgendwelchen schon? Es gibt eine Tanzform von Meloetta? Ja, die ist mit dem letzten Update dazugekommen. Ist Kampf dann. Und noch ein bisschen ekliger als vorher. Ja, es geht noch ekliger. Oh, ich kann entfesseltes Hooper blitzen. Du auch? Welches von deinen drei nimmst denn du? Ich hätte schon gern Hooper. Ich leck gerade ohne Ende, ich habe nur die Hälfte verstanden. Welches deiner drei Hooper möchtest du denn blitzen? Ich habe nur 4. Ich habe eins dazu bekommen noch. So. Ja. Willst du es mit dem perfekten Wesen blitzen und das mit dem perfekten Wesen und das mit dem perfekten Wesen oder doch das mit dem perfekten Wesen? Muss ich langsam entscheiden. Ich glaube, das mit dem perfekten Wesen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wirklich, willst du es machen? Ja, würde ich machen. Ich hätte aber schon gern so einen Hooper, ne? Gerade mit seiner Bottle oder was es da hat. Wo es dann nicht mal mehr Debuffs drauf bekommen kann. Ist schon nice. Können wir, brauchst doch nur 800 Euro aufladen oder so. Na, aktuell gab es ja irgendwie noch kein Event dafür. Gibt es ja immer nur täglich hier ein Hooper-Fragment, wenn du auflädst. Mach das 300 Tage, dann hast du es auch. Die ködern einen schon damit. Oder sie versuchen es zumindest. So, ich weiß nicht, ob ich das Spiel 300 Tage lang spielen werde. Wieso denkst du so negativ? So ein schönes Spiel. Wieso negativ? Hast du was gegen Neger? Ja, eine Peitsche. Ah, tut mir leid, ich fand ihn witzig. Ich habe gehofft, dass du Nein sagst, dann hätte ich gesagt, ich auch nicht. Zumindest nichts, was hilft. Wir haben den gleichen Humor. Das ist schwierig, dass so eine Situation zustande kommt. Das ist ein Lammelux. Da hat gerade jemand Lammelux bekommen. Was ist ein Lammelux? Oder habe ich mich einfach komplett vergessen? Warum fragst du mich das? Ja, da hat einer Lümmel bekommen, genau. Was? Lümmel. Ich hätte auch gerne Ho-Oh. Eigentlich hätte ich es gar nicht gerne. Ja, siehst du, da gab es Ziehung gestern. Ja, aber ich weiß nicht, ich will nicht für eins, was man, wo man Pokémon sich für Unis holen kann, dafür Diamanten ausgeben. Das ist totaler Quatsch. Also richtiger Quatsch ist das. Ho-Oh kann man sich für Unis holen? Oh. Hast du das nicht gewusst? Nee. Deoxys kann man sich nicht für Unis holen. Ach ja, Kapu Kimmer. Kann man im Fanggebiet fangen. Aber das konnte man schon länger. Kam ja schon die Information aus euren Reihen. Julian, man kann übrigens das jetzt fangen. Und ich, okay, cool. Ich habe keine hochwertigen mehr. Willst du es eigentlich probieren zu fangen? Ich kann es doch wahrscheinlich noch nicht mal holen. Wahrscheinlich noch nicht mal die Dingens, die und du willst mich hier schon wieder. Deoxys konnte man auch so fangen. Ach so, es ist es wieder so ein Event oder wie? Oh. Welches ist es von denen? Das Wasser war Fee. Das Blaue, die Muschel. Wenn ich heute im Regen Trassler bekomme, könnte ich es mir sogar überlegen. Dann mache ich ein Fee-Team. Dann habe ich endlich eine Idee. Ich habe noch 35 hochwertige oder so. Aber ich habe in Kommentaren gelesen, dass einer
oder mehrere über 100 hochwertig rausgeballert haben und keinen Deoxys bekommen haben. Das sind die, die mich dann geflamed haben, dass ich schön doch über meinen Deoxys froh sein soll. Es haben aber auch Leute reingeschrieben, dass sie 2 oder 3 gefangen haben. Das ist halt wieder so eine Gambling-Sache, ne? Ja. Bestimmt 2 mit perfekten Wesen. Wahrscheinlich haben die dann. Ja, wahrscheinlich haben die dann noch nicht mal eins gefangen. Ich werde dann meins nachher sowieso mit perfekten Wesen. Das ist sowieso Pokémon-Geheimgebiet. Gar nicht erst negativ denken. Du bekommst das, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Aber ganz sicher. Alter, das dumme Zubiris von Don Capo regt mich so hart auf, ne? Die regen mich alle mega auf. Deine anderen Pokémon sind so kacke, ne? Aber das dumme Zubiris, das steht bis zum Schluss. Weißt du, wer auch uns zuguckt? Chinamann. Er hat gesagt, er ist kein Chinamann. Ich habe gesagt, er ist ein Chinamann, weil wir das sagen. Er muss da lachen. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Chinamann ist Chinamann, oder? Das steht einfach fest. So, wenn er koreanische Zeichen in seinem Namen benutzt, dann muss er damit ganz genau. Ne? Dann ist er halt einfach ein Chinamann. Und nochmal für alle. Ich weiß gar nicht, ob ich koreanische Zeichen. Wenn wir irgendwas behaupten, dann stimmt das, dann ist das ein Fakt. Vorher ist das kein Fakt. Ja. Wartet. Wusstest du auch, dass alles, was sich reimt, richtig ist? Das stimmt dann direkt. Ach ja? Ja. Du bist schwule und ich cool. Nee. Ja, siehste, ist true. Ah, du bist also auch schwul? Nein. Doch, das war gerade deine Aussage, es hat sich gereimt. Glückwunsch. Zum 8. Warum hat denn der Xing-Shang-Chong-Typ gerade einen Holzgeist im Team drin? Gleich wegen Kristall? Bei mir funktioniert das nicht mit dem niedrigen. Du musst manchmal einfach aktualisieren. Raus, rein, musst du machen. Ach, und dann musste man gucken, wie viel Ini der Kristall hat, ne? Ah, ich bin so dämlich. Ganz genau. Mann. Hättest du auch fragen können. Ach, Mann, bin ich dumm. Ja, aber was hat das jetzt damit zu tun? Das habe ich vergessen. Das habe ich komplett ausgeblendet. Das ist halt wirklich dumm. Genauso, ich möchte jetzt mal den Accessoire-Trick in Anführungszeichen ansprechen, der mir jedes Mal empfohlen wird, wenn ich irgendwas verschmelze. Zu 80% kann ich es upgraden, aber es ist halt nur zu 80%. Wenn das fehlschlägt, ist das kein Trick mehr. Dann ist das einfach nur eine Vereinfachung. Die wollen euch damit locken. Glaube ich zumindest. Ich habe das jetzt behauptet, von daher stimmt's. Wer uns erfahrt, ist immer zuerst. Wie weit bist denn du eigentlich bei den Instanzen? Ungefähr PQ-Formel. PQ-Formel, soweit schon. Das ist krass. Kann ich dir sagen, warte. Abenteuer. Ich bin jetzt Meta-Floor-Tunnel 21. Was ist denn das, wo du... Also hast du Milza quasi schon bekommen? Milza? Milza habe ich ja. Nee, Milza habe ich noch nicht. Okay. Also. Ich bin noch nicht mal in der Instanz von Milza. Du bist wahrscheinlich schon in der Milza-Instanz. Ja, habe ich gerade angefangen. Deswegen frage ich. Ich habe bei der 21 aufgehört. Ich schaffe die zwar easy, aber ich habe dazu jetzt letzten Tage keine Geduld. Ich sammle gerne Diamanten nebenbei. Da ich eh noch Zuchtkarten ohne Ende auf der hohen Kante habe, habe ich mir gedacht, machst ein paar Instanzen, kriegst ein paar Dias hier. Und chillst einfach ein bisschen dein Leben. Beichte? Kann eh nur noch eine machen. Fehlt mir schon wieder der Energie. Morgen ist wieder Gildenkrieg, ne? Freust du? Da muss ich diesmal mitmachen, sonst kriege ich Stress. Ach Quatsch. Der haut mich dann bestimmt. Wir haben ja eigentlich gar keine Konkurrenz auf dem Server. So ist es ja auf dem meisten. Ich fand den Server, wo wir damals gespielt haben, cool. Da gab es wenigstens noch Konkurrenz. Ja. Aber nur, weil wir da viele Zuschauer mit einbringen konnten. Das ist allerdings wahr. Das Einzige, was mich halt mega an dem Server angekotzt hat, war halt Fabios Methoden. Das Abwerben. Hätten ja von Anfang an gesagt, hey, wir teilen alle fair aus, da haben dann wirklich Konkurrenz. Das wäre komplett, hätte ich zugestimmt. Dass quasi der Erste, der Dritte, der Fünfte, der Siebte in einer Gilde sind und 2, 4, 6
vom Ranking her auch in einer Gilde sind. Dass der Gildenkrieg wirklich lustig ist, ne? Aber das Hin und Her mit dem Abwerben, das war mir halt zu doof. Das war mir zu doof. Aber ein bisschen Konkurrenz muss schon sein, weil sonst der Gildenkrieg ist so langweilig. So langweilig. Ich muss irgendjemanden herausfordern. Ich muss TG Johnny herausfordern. Wer ist denn TG Johnny? Das ist bestimmt ein Richard Depp. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, der zeigt dich an. Vielleicht Team Galactic. Paragraph 185 oder so im Strafgesetzbuch. Ist das richtig? Oh. Warte, ich schau nach. In der Aufnahme ganz professionell alles durch die Gegend schmeißen, so gehört sich das. Hat man das anders zu machen? Er hat mich eingeladen. Oh, und nochmal hier durch. 892. Ich hab die. Ich hab diese Teaminstanz noch nicht gefallen. Freigeschaltet. Alter! Du darfst mich ab jetzt Rechtsanwalt nennen. Ich habe nämlich 185 richtig geraten. Du hattest doch erst ab dran. Ab sofort bin ich Cookie, der Rechtsanwalt. Dass ich die Klausur gerade erst hatte, erwähnst du bitte nicht im Video. Oh, ups. Ich suche Leute, die mich hier durchcarryen, und das jeden Tag. Ich bin jetzt bei Bananengarten. Lieb Bananengarten. Er schmeißt mich doch eh wieder raus. Du wirst rausgeschmissen? Ah. Packe immer meinen Mega-Banane aus und dann wollen die mich direkt. Ich habe aber keine Mega-Banane. Obwohl, wenn ich mal nach unten gucke. Du hast die Anspielung. Wenn ich mal nach unten gucke. Das ist sehr gut. Ich würde eher Zurini sagen. Das ist mindestens eine Gurke, oder? Ich finde. Eine Wassermelone würde ich eher sagen. Auch von der Form her. What the fuck? Könnte aber auch eine Ananas sein. Ich finde die Teaminstanzen mega kacke. Ich muss hier wirklich durchgecarried werden. Ich kriege hier gar nichts alleine hin. Obwohl die erste und zweite, da konnte ich noch aktiv helfen, aber hier. Ich greife auch mal an. Ich sag einfach mal hier: Yo, Damage. Am Arsch. Ungefähr so, oder? Damage am Arsch. Pack jetzt ein paar Mode-Accessoires aus. Habe ich vorhin schon gemacht. Ich habe ein Vierer-Mode-Accessoire bekommen. Stimmt, das sollte ich mir noch angucken. Oh, Ohrdach, vielen Dank. Bist ein sexy Motherfucker. Könnt ihr mir das Volona mal fertig machen? Vielen Dank. Bumpf. Was ist denn Vierer-Accessoire? Stufe 4. Episch Stufe 4 habe ich bekommen. Also das goldene Dings da? Ach so, nicht. Ich meine nicht Accessoires. Also ich meine schon Accessoires, was du meinst, ist Trage-Items. Nee. Ich will eigentlich auch rausgehen. Das sowieso nicht. Nee. Lügen darf doch. Man nicht sagen. Du hast doch hier zum Beispiel Monster Ausrüstung Accessoires. No? Ja, es gibt. Und da gibt es hier zum Beispiel. Grün, Blau, Lila, und Orange. Genau, und Orange hat halt dann zum Beispiel auch so verschiedene Stufungen. Hier Sternweber Spur 2. Asras Anhänger 4. Ach so. Ah, okay, ja, gut. Ist aber erst für Level 75. Okay. Fehlen mir noch 5. Ist natürlich ärgerlich. Sehr ärgerlich sogar. So, verstärken, jetzt kommt nicht mehr mal gucken. Schmelzen, polieren. Rucksack. Erhöht die Pokémon erhalten Erfahrung. Oh, das ist natürlich krass. Gleich mal fast am Maximum. Aber es hat halt hier. Prozentual wäre hier nicht schlecht. Hier oben 7,1. Das ist schon ein gutes Accessoire. Das ist schon solide. Aber das sind wir noch weit von entfernt. So, können wir Nestjagd. Ach komm, wir helfen dem. So, heute. Obwohl, nee, ich gönn mir, glaube ich, jetzt gleich noch 900.000 Kraft. Dazu oder insgesamt? Insgesamt. Hä, dazu? Nee, nicht insgesamt. Hä, was denkst man du denn? Man muss ja fragen bei sowas.
So, von daher habe ich jetzt wenig zu tun. Ich warte jetzt auf Weltenboss. Den ich kennst du, ey. Können wir X-James raushauen? Können wir X-James raushauen? Das sind die Tür, halt die Schnauze. Das sind die wichtigen Fragen des Lebens. Aber ich habe jetzt ein Gefriermodul plus 4. Ja, Alter. Ich auch. Aber aus dem Ding habe ich hier Seelenstau oder sowas für Latias oder Latias bekommen. Kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Oh, gut. Seelentau? Da habe ich auch ein plus 4er bekommen, ey. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Müll, ey. Ich habe hier auch die ganzen Kugelblitze noch, aber die kriegt man ja sonst nirgends. Ja, ich habe, mir fehlt glaube ich noch ein 4er, dann könnte ich meins auf plus 6 machen. Ich habe meins schon auf plus 7. Kugelblitz. Ich habe auch schon Wasser auf plus 7 und Drachenzahn auf plus 7. Das höchste bei mir ist Magnet und Metallmantel plus 6. Ich bekomme zum Beispiel auch gar keine Flinkklauen, die ist erstmal auf plus 4. Die habe ich, glaube ich, auch schon auf plus 6. Ich bin halt einfach besser als du, ne? Keine Ahnung, ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal Glück aus der Dingenskiste, aus der Accessoire-Kiste. Nicht Ausrüstungskiste. Diesmal habe ich es falsch gehabt. Schinken. Das ist natürlich krass. Ich bin krass. Naja. Du hast es falsch betont. Naja. Ach, und mein Schwarzgott ist 6 und mein Wasser, Zauberwasser ist auch 6. Dein was ist 6? Zauberwasser und Schwarzgott. Ich hab Schwanzgurt verstanden. Der ist nicht nur 6. Stimmt, der ist schon 12. Ist so. Jahre alt. Woher weißt du das alles? So, ja. Ich bedanke mich für jegliche Art der Aufmerksamkeit. Das war ein kurzer Anfall von Tourette, tut mir leid. Herr Newstime. Das war ein kurzer Anfall. So, ich bedanke mich für Cookies Aufmerksamkeit. Scheiße. Und wer das nächste Mal dabei sein möchte, der klatscht einfach dreimal in die Hände und dann losen wir einen aus von denen, die Handstand gemacht haben. Genau. Na? Und die Glocke müsst ihr anklicken, sonst seid ihr während nicht dabei. Des Handstands. Und beim Klatschen. Ihr müsst einen Handstand machen, parallel klatschen und die Glocke anklicken. Sonst seid ihr nicht dabei. Und Beweisvideo mit der anderen Hand machen. Während des Klatschens. Ja, im Handstand beim Glocke klicken. Und wer das nicht schafft, der muss in derselben Position Halleluja ganz singen. Ganz genau. Und wer es hört sich schlecht an, dann komme ich mit meinem Luftdruckgewehr und knall euch alle weg. Das ist eine Drohung, das sollst du sagen, dass es Spaß ist. Das war Spaß, Leute, aber das ist der Rest nicht. Jetzt sag was Cooles zum Abschluss. Keine schwule Formel. Hab ich doch gerade. Sag was Cooles. Ach so. Soll ich eine coole Formel irgendwas sagen? A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat. It's okay to sit when shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way. And strong enough that I can shake the pain. Hey, Mr. Sunshine.